Guten Tag, Herr Professor Medecke. Hallo. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Nach der Verleihung des Franz-Groß-Wissenschaftspreises 2012 ist Ihnen nun die Franz-Groß-Medaille für Ihr Lebenswerk verliehen worden. Nicht nur für Ihr Lebenswerk, für Ihre Verdienste und die Iatrogenieforschung und die Optimierung der Versorgung von Hochdruckpatienten in Deutschland. Der Namensgeber der Medaille, Franz Groß, war ein deutsch-schweizerischer Arzt und Pharmakologe und hat sich als bedeutender Forscher zu Bluthochdruck und dessen Therapie einen Namen gemacht. Inwiefern sehen Sie sich in seiner Tradition? Das sind tatsächlich große Fußstapfen, aber er war ein fantastischer Mensch, sehr sympathisch, sehr charmant, ist leider viel zu früh verstorben, sehr weitsichtig. Ich denke, er wird sich riesig freuen, wenn er sieht, wie die Gesellschaft heute blüht, muss man sagen, Gott sei Dank. Bemerkenswert, dass er als Pharmakologe, also als Theoretiker, eine klinische Fachgesellschaft gegründet hat. Und es war übrigens eine der ersten Fachgesellschaften für Hypertonie international überhaupt. Sie haben ja auch sehr viel Forschungsarbeit geleistet, Pionierarbeit. Welches Forschungsthema ist für Sie gerade noch spannend, relevant? Was planen Sie? Ja, Pionierarbeit haben wir tatsächlich, nicht ich alleine, aber tatsächlich aus der Sektion Diagnostik der Hochdruckliga geleistet in der ABDM, der ambulanten Blutdruck 24-Stunden-Messung. Da waren wir in Deutschland führend und man muss sagen, die Normwerte für Tag-Nacht, 24 Stunden, die heute noch weltweit gelten, haben wir eigentlich als Erste damals etabliert und publiziert. Und ein Quantensprung von der ABDM zu heute wäre tatsächlich auch die Pulswellenanalyse. Heute können wir den aortalen, den zentralen Blutdruck nicht invasiv nicht messen, aber bestimmen über die Pulswellenanalyse. Und das bringt uns in der Charakterisierung der verschiedenen Hochdruckformen nochmal ein Stück voran. Die ABDM hat sehr viel geleistet, Tag-Nacht-Rhythmen, verschiedene Dipper-Typen, also nächtliche Blutdrucksenkung oder nicht, wo wir wissen, dass das enorme Bedeutung hat. Und die Pulsanalyse bringt uns nochmal voran, um wirklich in dem großen Topf der sogenannten primären oder essentiellen Hypertonie nochmal deutlich zu differenzieren, besser zu diagnostizieren und besser dann auch die Therapie persönlich zuzuschneiden. Also Pulswellenanalyse ist ein Thema, ich glaube, da habe ich auch noch etwas Pionierarbeit geleistet und da bleibe ich weiter dran. Stichwort der aortale Blutdruck als Zielblutdruck. Das ist so meine Mission im Augenblick noch. Genau. Ja, das klingt wirklich spannend und als wichtiges Thema, da wünsche ich Ihnen sehr, sehr viel Erfolg. Zum Abschluss sind Sie ja jetzt schon seit 40 Jahren Mitglied in der Deutschen Hochdruckliga. Was motiviert Sie, hier dabei zu sein? Was ist das Besondere an der Hochdruckliga für Sie, dass Sie so lange dabei sind? Ich habe es eben schon vor den Kolleginnen und Kollegen erwähnt. Es ist eine ganz besondere Fachgesellschaft. Wir haben zwei Alleinstellungsmerkmale. Erstens, dass wir auch Laienmitglieder haben, neben Ärztinnen und Ärzten. Und dann die DHL-Akademie als Fortbildungsakademie. Wir haben eine vollkommen industrie- und pharmaunabhängige Fortbildungsserie, jedes Jahr neu. Teilnehmer müssen selbst bezahlen für die Erwerbung des Hypertensiologen, der Hypertensiologin, mit einem enormen Zuspruch. Ich glaube, es sind inzwischen über 3000, die diese Fortbildung mitmachen. Also das, denke ich, kann man wirklich vorzeigen. Das hat eigentlich keine andere Fachgesellschaft wirklich in diesem Ausmaß. Und insofern fühle ich mich hier sehr gut aufgehoben nach wie vor in der Hochdruckliga, in der Hypertoniegesellschaft und werde auch aktiv weitermachen. Ja, freut mich zu hören. Dann freue ich mich auf eine gemeinsame, erfolgreiche Zukunft der Hochdruckliga. Okay, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.